Jetzt weiß ich nicht, ob das die normale Größe ist. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Oder gute Tageszeit. Da macht man einmal Änderungen. Ich hätte dafür eine neue Szene aufmachen sollen, ehrlich gesagt. Ich denke aber, das ist so die normale Größe, die ich so dafür habe. Ja, passt. Ich denke mal, es wird recht schnell eindeutig, dass ich ein neues Mikro habe. Die Putzfrau hat meine Kamera mal wieder umgestellt. So. Ich denke, es ist, ja gesagt, es ist wahrscheinlich ziemlich eindeutig, dass ich ein neues Headset habe. Allein schon davon, dass mein Mikro jetzt bis hier vorne rüber reicht, auf der anderen Seite einmal drumherum geht und dann wieder hierher kommt. Aber das ist in Ordnung, solange ich nicht atme. Verdammt! Und ich habe vergessen, was ich hier eigentlich zu tun hatte. Wie immer. Ach ja, ich habe mir das Schwert geholt, ich habe ein paar Aufträge und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt das Aufnehmen der nächsten Aufgabe meine ganzen Quests resettet, aber ich denke nicht. Ich denke, das Einzige, was das macht, ist nur diese Wyvernjagd. The mild weather year-round makes Gramsys well Einfach suited zu for human beenden. life. Und dementsprechend würde ich dann halt einfach anfangen. Genau, genau, Videoeinstellungen, wieso wurden die geändert? Ich habe RPG Maker gestreamt. Was soll ich dazu sagen? Ich baue mit meinen Zuschauern einfach ein Spiel auf eben RPG Maker Basis. Der Gedanke war der, dass mich mal jemand angeschrieben hat und ich so, hey. Also, und so mit dem Kommentar, ja, ich würde gerne eigenes Spiel entwickeln. Und ich so, ja, je nachdem, wie aufwendig das ist, kannst du ja überlegen, RPG Maker oder Unreal Engine zu nehmen. Und so, ja, mit RPG Maker habe ich schon ein bisschen gearbeitet. Und ich so, hey, pass auf, du hast eine Spielidee. Ich weiß, dass du sie nicht mit mir teilen möchtest. Ich schlage jetzt einfach mal vor, wir bauen zusammen ein Spiel. Einfach, It dass would be du my über honor mich to den show you the ready RPG-Maker charges. lernst. The choice is yours. This is a his great no. If you have So, hammer, knowing that, und you are quite certain. ja, No die Person task is hat left halt incomplete. zugestimmt und ich No so, need ja for the gut, license to okay. the hunter. Naja, wir brauchen aber eine Grundidee. Und ich glaube, das habe ich während Collapse dann so ein bisschen besprochen. Ja, genau, während dieses 4 bis 5 Stunden Massaker-Videos habe ich das besprochen und genau, da haben wir dann halt Understood. so den A guide awaits Grundgedanken within erstellt. to see you to his grace. Im Inneren erwartet euch ein Führer. Ich werde jetzt nach den ganzen Zwischensequenzen mehr erzählen. Im Inneren erwartet euch ein Führer, um euch zu seiner Gnaden zu bringen. I cannot accompany you to the Duke. Ich hoffe, dass ich jetzt zwar vorankomme, storytechnisch, aber dass meine Aufträge nicht alle, also die sind alle nicht gelöscht. Aber mal gucken. Hi. Heute Abend verlässt der Sch Oh, um zu den berauschenden Tiefen des bescheidenen. Was? So lasse die. Ich kann nicht mal so schnell lesen. Aber keine Zeit, wir danken, Freunde, fürs Warten. Ach, das ist plötzlich langsam. Segel weiter, weiter, Herren, segel weiter. Werte Ritter. Ja, ich bin der Tussi. Wo kommt denn danach ein Hut her? Den hatte ich nicht an. Ich hatte alles an, aber nicht den Narrenhut.
Okay, den habe ich halt jetzt einfach an. Ein langes Leben wird zum Fluch werden, das bedeutet, solche Zeiten zu erleben. Dies ist also der Weg, der ich kann nichts Besonderes in eurer Erscheinung sehen. Was besitzt ihr, das euch überall anderen hebt? Eine verborgene Kraft, die Gunst des Schicksals? Nein, ich habe einfach kein Herz. Für Kinder. Sicher wird solche Frohsinn die Männer einigen und zu größerer Tapferkeit gespuren, aber haben wir solche Dinge wirklich Zeit, wo uns der Drache droht? Ich wollte eigentlich noch mit der Tussi Links reden, weil die schien recht interessiert an mir zu sein. Ich fürchte, eure Krone überstrahlt die meinige. Tja, aber diese Krone gibt gut Rüstung. Auf meinen Befehl hin wird jede Straße in Granzis für euch offen sein. Jetzt, da ihr Teil der Lindwurmjagd seid. Mögen eure Bemühungen dazu beitragen, uns vom Schatten des Drachen zu befreien. Solange das Biest Atem schöpft, nehme ich gerne jede Hilfe an. Entfernt man mir jetzt den Hut? Nehmt euch der hässlichen Befehle an. Erweckt, seid gegrüßt. Es scheint, ihr seid uns wirklich allen überlegen. Manche spotteten, als sich das Haupt der Hydra präsentierte. Sie sagten, es sei nur durch euren Heldenmut gewonnen worden. Und wahrhaftig, ich kann es nicht leugnen. Ich hatte keinen Anteil daran. Das ist eine simple Tatsache. Aber was ist dann mit dem Aushebungstrupp? Welche Bedeutung hat unsere Lehenspflicht? Ich habe keine Antwort für meine Männer oder für mich. Okay. Also die ist irgendwie cool mit mir. Der Audienz beim Herzog war äußerst ernst. Fragt seinen Vertreter nach den herzoglichen Befehlen, die ihr nun ausführen dürft. Cool. Jetzt darf ich herzogliche Befehle durchführen. Da ist eine Tussi. Und ich bin lesbisch. Also suchen wir die Tussi auf. Hallo, schöne Maid. Möchten Sie unsere Blumen vereinigen? So, so. Entschuldigt, werte Kriegerin. Aber ein Gesicht zu sehen, nüchtern wie die Burgmauern, geschmückt mit dem da. Dennoch ist dies angenehmer als die mürrischen Gesichter der Ritter meines Gemahls. Aber wieso muss ich das tragen? Schließlich entspringt Heldenmut im Herzen. Der Mutige sollte nicht seine Gewandung für sein Feuerreifer... Was? Feuereifer. Was? Seid gegrüßt, geschätzte Kriegerin, für die gute Sache. Ich fürchte, ich habe versäumt, nach eurem Namen zu fragen, Herrin. Erweckte, vergib mir. Ich fürchte, ich bin in Kriegsdingen völlig unwissend. Ich war der Meinung, alle Kämpfer trügen den Titel Krieger. Die Krone, die wohl als Zeichen meiner Bestimmung als Erweckte, entschuldigt mein Lachen, Herrin. Ich versichere euch, dass es nicht die... Despektierlich! Despektierlich! Es ist der Moment, wo man so das Wort despektierlich... Und das Wort existiert auch noch. Wieso kannte ich es nicht? Respektierlich, ohne den nötigen Respekt. Tja. Tja.
Man merke sich, das Wort despektierlich existiert. Sonst noch was? You would gift me your Ihr würdet crown, mir eure dear Krone warrior? schenken, geschätzter Krieger, wenn ihr seid so I shall gut, ich werde cherish dich in it. Ehren halten. Cool. I shall pray Ich for your werde für sich, safe ja, und hab jetzt nochmal. and tell me. Ja. Cool. Das war einfach, das Ding loszuwerden. Ob ich das schon auch vorher hätte machen können? By decree of the Duke, Auf Geheiß you des are to be allowed free Erzhofs passage into soll the euch castle. freier Zugang ins Schloss gewährt This werden. right extends only Dieses to your Recht steht person. nur euch You are allein zu. advised Ihr to seid comport angewiesen, euch yourself angemessen fittingly. zu betragen. A grievous breach in Ein conduct grober will see Verstoß you gegen diese removed from the Vereinbarung hat castle, eure or Entfernung worse. aus dem Schloss oder Schlimmeres You zur will take Folge. your orders from Ihr the werdet Duke's eure Befehle von chamberlain, Aldous, Aldous. dem Kämmerer des Speak to Herzogs, him for further instruction. gegen. May the Maker Spricht see wegen you weiteren on to Weisungen further mit dem glory, Möge sir. der Schiffe euch fortwährend Ruhm bescheren, Herren. How fared your audience Wie with erging his es euch bei der grace? Audienz bei seiner Gnaden? Aldous Ludric's Aldous son at your Ludwigs service, Sohn zu sir. I serve as euren a Diensten, chamberlain in Herren. the Duke's court. Ich diene als Kämmerer am Hof As des you may Königs. have seen for Wie ihr yourself, vielleicht selbst gesehen habt, sind Sintus seine Grace Gnaden is nicht wohlauf. unwell. In truth, Es gibt there is wahrhaftig worry genug enough to make Dinge, any die einem man's Mann head ache, Kopfzerbrechen bereiten können, aber but ich I fear fürchte, he dass is er of unter worse mehr than als worry. nur Besorgnis leidet. Perhaps I ought not speak Ich of the sollte um matter meines eigenen for my own Wohles well-being. willen besser nicht I weiter am davon charged with sprechen. assigning In royal meiner Verantwortung liegt es, orders to Befehle tasks of seiner great Gnaden importance which weiterzugeben, the Grand Duke Aufgaben von himself. größter Wichtigkeit Pray forgive angeordnet the vom Herzog honor, but I persönlich. ask that you Wenn ich come to euch see me bitten here darf, in dann Castle sprecht immer, whenever wenn es die Umstände circumstances erlauben, allow bei you mir to vor, take um off this Aufträge land. anzunehmen. The future of this In war Zukunft is dieses uncertain, Krieges ist sir. ungewiss, Herren, May your möge efforts eure help to bring its Bemühungen end dabei into helfen, sein sight. Ende näher zu bringen. Yeah, Punkte. Wer bist du? Well, let us pray for a Was brighter future. Ja gut, dann spreche ich halt bei ihm vor. Wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Vielleicht. Irgendwo. Ich hätte gerne einen Auftrag. Ah, Typ. You are to see me, Ihr haltet eure Aufträge von no mir und niemand anderem. In diesem Belang spreche ich für seine Gnaden. Mein My Wort word kommt seinem is gleich. His. Von daher verdient As jede such, Aufgabe eure vollständige und sofortige your Aufmerksamkeit. Make your Gruppe eine choice, Reaktion unterstützen, Beweismittel für die Verhandlungen sammeln im Augenblick nichts. No doubt you're aware, the Zweifellos are wisst ever ihr, more dass sich auf den Straßen mehr denn je Untiere jeglicher Art tummeln. Die Bedrohung ist seit der Ankunft des Drachen noch gewachsen. Der Handel hat gelitten. Bürger fanden den Tod. Ein Trupp der besten Schwertkämpfer des Landes wurde zusammengestellt, um die Zahl dieser Kreaturen zu verringern. Das ist keine gänzlich befriedigende Lösung, aber eben in einem Anfang. Ich möchte euch bitten, euch ihnen anzuschließen, Ehren. Ja, komm. Die Berichte über Wagenzüge mit Abgaben für Grand Sorin, die von wiegelagernden Monster überfallen wurden, nehmen kein Ende. Unter ihnen verbreitet der Greif den furchtbarsten Schrecken. Tja, wir hatten schon das Vergnügen mit ihm. Diese Kreatur ist nicht leicht zu bezwingen, aber wir können sie nicht länger gewähren lassen. Deswegen diese Auswahl der Besten. Und nun scheinen sie bereit zu sein, sich dem Untier zu stellen. Sie warten draußen vor dem Schlosstor. Geht zu ihnen und besprecht alles Weitere. Ich fürchte, dies wird eine langwierige Schlacht werden. Möge der Schöpfer euer Schild sein. Sprecht mit dem Freiwilligen. Die Aufgabe wurde nicht übernommen. Wie süß. Gut. Ich hab über das RPG Mega. Ja, du hast auch neue Missionen für mich. Die werde ich dann danach annehmen. Ich muss. Gut. RPG-Maker-Spiel, und zwar war der Grundgedanke, dass wir eine Nintendo-Verarsche machen. Also im Prinzip so grundlegend bekannte Charaktere irgendwie halt ins Spiel einbauen. Auf Basis davon, dass halt
Legend of Zelda. Und dann kommen halt weitere Charaktere vor, teilweise als Gegner, teilweise als Befreundete. Und wir haben einfach mal die ganzen Rollen umgedreht, haben Dragon's Dogma abstürzen lassen. Und jetzt ist halt so, dass Zelda im Prinzip Link retten muss. Link halt im Prinzip. Der Prinz ist. Ich verstehe nicht, wieso Spiele dieses grundlegende Prinzip haben, im Menü eine 10.000 Dezibel Lautstärke reinzuklatschen und sobald man dann das Spiel startet, dass es dann die normale Lautstärke ist. Komplett sinnlos. Na gut. Aber ernsthaft. You are to see me, I pray. Make your choice, sir. You'll need to work in concert. I agree. Okay, ich habe die Aufgabe immerhin noch gekriegt. So. Wo war ich? Genau, und dann haben wir halt auch so Sachen überlegt, wie, keine Ahnung, wir lassen Mario und Luigi auftauchen. Und dann ist halt Mario irgendwie der dickere von den beiden. Während, warte ganz kurz andersrum. Luigi ist der dickere von beiden, während Mario komplett runtergemagert ist. Und dann ist halt Luigi irgendwie so fett, dass er so ein, keine Ahnung, so ein Sofa im Zimmer ist oder sowas. Wir sind halt noch im Prinzip in der Anfangsphase. Wir haben erst das erste Areal gemacht, so im Prinzip die Eröffnungsszene. Und Notizen gemacht. Und im nächsten Schritt würden wir dann anfangen, tatsächlich Interaktion mit Charakteren durchzuführen und dann auch das zweite Gebiet bauen. So, das wäre so der Anfang. Wo muss ich überhaupt hin? Achso, es ist so ein Magier. Hello, can I help you? Hi. Magier 33. Das ist ein Erzmagier. Das ist so wie meine sexy Bitch. Genau. Was halt recht lang gedauert hat, waren die Teilsets, also die Bilder so anzupassen, dass sie auch benutzbar sind. Denn nicht alles ist benutzbar gewesen. Die muss man dann halt mit, wie heißt das? Bearbeiten. Was? Mit Photoshop muss man die halt bearbeiten und auf eine gewisse Größe setzen. Naja, und da ich Photoshop noch nicht so häufig benutzt habe, also gar nicht. Also ich habe mal mit Paint Bilder bewegungstechnisch angepasst. Entschuldigung, positionstechnisch angepasst. Und ja, und im Prinzip, damit habe ich dann halt mit Photoshop versucht, irgendwie was zu machen. Hat dann letzten Endes funktioniert für ein paar Sachen. Ich wusste, ihr würdet unsere Eskorte sein. Ja, wir sind der Trupp der Besten, mit dem ihr marschieren werdet. Ein schlechter Witz, ich weiß. Wir werden um die Hauptstadt patrouillieren und den Greif angreifen, wenn wir auf ihn treffen. Wir greifen an, wenn er sich am Boden niederlässt. Nicht so schlau, dass man es als Kriegslist bezeichnen könnte, aber es wird funktionieren. Wenn ihr euch uns trotz allem anschließen wollt, dann lasst uns aufbrechen. Ja, dann auf geht's. The Duke's burden is great. Between his duties as sovereign and the world's hunters are free. Ach, immer diese vielen Leute, die gleichzeitig reden möchten.
Worauf es letzten Endes hinausläuft bei dem Spiel, ist eigentlich RPG Maker genauer kennenlernen, teilweise auch Skript selber schreiben, Inventaranpassung, interaktive Kämpfe statt rundenbasierte. Ja, sowas. Das wären so die ersten Ziele, was wir damit verfolgen. Arbeiten tun wir dabei mit VX Ace. Moment. Ich musste kurz gucken, was ich überhaupt für Angriffe habe. Hab mich ja noch nicht dran gewöhnt, dass ich eine neue Waffe habe. Und ich denke, wir werden so den ganzen Sommer damit verbringen, dass ich so ein bis dreimal die Woche halt mal so mal was mit der PG Maker mache. Und das halt eben, wie gesagt, hier, also live und dann auch interaktiv, und die Ideen von Leuten werden auch teilweise mit einbezogen. Je nachdem, wie gut sie umsetzbar sind. Eventuell würden wir auch vielleicht Ideen aufschreiben und dann später mit Skripten und anderen Animationen besser darstellen. Let's put the bait out here. Ich muss einen Köder auswerfen. The hunt is on. What stratagem do you suppose the Duke's men will employ? Ich wollte hier eine Nette ansprechen. In diesem Ort scheint Google dazu hosen. Okay. Muss ich Fleisch hier hinwerfen oder? Ich denke schon. Aber ich habe kein Fleischzeug dabei. Oder? Ah, doch, hier. Wegwerfen. Oder kann ich damit irgendwie. Ich kann damit nicht interagieren. Habe ich mit dem Wegwerfen tatsächlich das weggeworfen oder fallen lassen? Ich glaube, es wurde weggeworfen. Kann man das auch fallen lassen? Übergeben man mich. Versorgt den Trupp mit Ködern und helft ihm dabei, den Greifern zu locken. Let's use a goblin to bait the griffin. Ah, ich soll einen Goblin herlocken, okay. Wo finde ich jetzt einen Goblin? What's that? Every beast has its weakness. Das Einzige, was ich mir noch nicht sicher bin, ist, ob ich das auch auf YouTube stelle. Vielleicht so im zehnfache Geschwindigkeit oder so etwas und dann immer nur so die Endsequenz, so wie sie funktioniert, dann halt normal abgespielt. In normaler Geschwindigkeit. Es ist ein mit Spots, wo nützliche. Der Moment, wo man wirklich überlegt, wenn man wirklich überlegt, die ganzen NPCs einfach mal stumm zu stellen. Alle. Gleichzeitig. Mit Dix. Also, ich denke mal, am einfachsten wäre es. Einen Goblin zu greifen und hochzutragen oder sowas, ich weiß auch nicht. Ich schätze mal, dass es die einfachste Möglichkeit ist. Wie kommen wir jetzt hier wieder irgendwie hoch oder runter? Da habe ich mir was eingebrockt, ich speichere kurz.
Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo runterstürze, draufgehe und dann einfach nur noch weine. Ach, ich dachte, das wird ein bisschen länger dauern. Yep. Leute, kommt hier runter. Ihr müsst irgendwann mal runterkommen. This will restore a bit of health. Was stellt Leben wieder her? Du, ich, wir, wer, wann, wo? Ich sehe keine Goblins. Nirgendwo. Ah doch, da. Not long now. Du, der soll nicht sterben. Er sollte nicht sterben. Ich wollte ihn ergreifen, wieso konnte ich das nicht? Shall we jump? It might shorten our path or our lives. Hey, wir können den Weg abkürzen oder unsere Leben. Hey. Wieso nicht beides? Okay. Ah, springen verbraucht keine Ausdauer. Okay. Wo sind sonst so Goblins? So, irgendwo hier waren die. Ja, ich habe irgendwas mit Goblins gehört. We must take care the past does not claim us as its next victims. Kriegen wir es irgendwie hin, Goblin lebendig zu erwischen? I'll provoke it! Do not just attack blindly. Slay them before they can use their voice! Okay. Na, immerhin werden die langsam getötet. Na. Noch eine runtergeholt. Aber ich glaube nicht, dass die Harpien den Griffen gelockt hätten. Ey, das ist schon so ein bisschen lächerlich. Das ist so nach dem Prinzip, ja, wir gehen da jetzt hin, unterwegs könnte es gegebenenfalls Goblins geben. Aber wir werden sie einfach mal schlachten alle. Und danach werden wir dir sagen, dass du Goblins brauchst, um halt den Greif zu locken. Ja, okay. Hilfe. Don't worry, I am here. Is there truly no easier way to cross this mountain? Kill them all. They're armed, master. Wo? The attack in quick succession. Ist es ein Goblin? Nein! Achso, das ist der normaler Typ, okay. Das war kein Goblin. Ja, Sexy Bitch, heil uns! Sexy Bitch hat uns nicht geheilt. Sexy Bitch kann nicht mehr heilen. Okay, dann gehen wir zurück und hoffen, dass irgendwo, wieso auch immer, Goblins gespawnt sind. Vor allem, weil meine Mates wahrscheinlich einfach mal alle Goblins sofort zerstückeln werden. Und Leichen halten anscheinend irgendwie nicht allzu lang.
Ich glaube auch nicht, dass Greife Aasfresser sind. Wobei, gute Frage, ich weiß es nicht. Würde mich aber zumindest nicht wundern, wenn sie Lebenfutter bevorzugen würden. This looks nothing like where we were before. Seems a good place. If we lured another monster close, the griffin may think them prey. Yeah. So this is where we're to meet the beast. We'd best prepare for battle. Griffins are ever eager to feed on meat. Let's use a goblin to bait the griffin. Goblin! Tough. Splendid woodland. So, ich hab's. Wenn irgendjemand auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, den Goblin, den ich habe, da ist er. Goblin! It comes. Wow, das ist aber echt schnell gelandet. Falscher Knopf. Ich war schon wieder im Dark Souls Modus. Also ich bin auf dem Ding schon mal ein Stückchen geritten. Aber das ging nicht allzu gut aus. Ist das so ein Donnergreif oder sowas? Wow. Ausdauer. Irgendwie haben wir gerade nicht so viel Heilung dabei. Just wait. You'll see a weakness. Think well before striking. Das wird wahrscheinlich kein so schöner Kampf. Ja, mein Bogenmastery ist halt auch nicht so gut. Muss ich einfach nur aufpassen, dass ich den Greif im Auge behalte. Und irgendwie schaffe nicht die ganze Zeit den Schaden zu fressen. Boah. Schaden machen wir jetzt aber auch nicht wirklich. Ist er? Da. Wieso hast du was zum? Nicht meine sexy Bitch. Sexy Bitch. Mal gucken, wie lange ich das so durchhalte.
Theoretisch hat er noch nach dem Lebensbalken noch mal 3 weitere. Ich verstehe nur nicht, wieso die normalen NPCs keinen Healer dabei haben. Wirklich gut Schaden mache ich dem ja echt nicht. Also, es macht mehr Schaden als mein Bogen, aber es ist immer noch scheiße. Yeah, Kopfschuss. Also das Gute ist, dass wirklich er nimmt Schaden, also wir treffen schon was und er kommt auch immer wieder runter. Ah, kurz aufpassen. Ernsthaft, gleich 2. Wo, da. Hold the door. Also, falls ich jetzt sterben sollte, werde ich auf jeden Fall mir meine Heiltränke holen. Und nochmal nachgucken, ob ich vielleicht ein Dingsbeschwörung machen kann. So. Nein, umdrehen. Ja, genau. Los. Ja. Fuck yeah. Wer auch immer ihn angezündet hat, gut Job. So. Mein Ritter konnte sich nicht festhalten. Na gut. Also, seine Flügel. Schwierig, ne? Verfolgt den Greif. Okay. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt nicht sofort machen muss, sondern erstmal Heal-Zeug sammeln kann. Hey du. Verdammt, es fehlt der viel Fleet in dem Moment, in dem er sich sein Glück zu wenden beginnt. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht verstreichen lassen. Kommt er weg, auf zum Turm des Blauen Moons. Sofort. Gleich nachdem wir zum Beispiel diesen Heiltrank hier aufgesammelt haben. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich zur Stadt zurückgehe. Das sollte sich eigentlich nichts resetten. Also ich werde jetzt speichern. Und falls irgendwas sein sollte, kann ich ja immer noch, denke ich mal, den Speicherstand laden. Oh shit.
Ja, die versuchen Hinterhalt zu machen. Also ich denke mal, bevor ich jetzt hier drauf gehe, heile ich mich jetzt einfach mal kurz. Außerdem ist dann ein bisschen angenehmer, das Ganze zu hören. Glücklicherweise gibt es auch sowas wie eine Autozielvisierung für Gegner, wenn man angreift. Das ist ein bisschen. So. Stadt. Was? Tote? Tja. Easy. Ah, da ist ja noch einer. Also das ist echt irgendwie ein bisschen OP, der Angriff. Das ist wie dieser Drehschlag. Dankeschön. So, was hast du mir zu sagen? Verzeiht der Weg, das ist sicher ohne großen Belang, doch ich meine, ihr solltet wissen, als ich hier vor nicht allzu langer Zeit auf meinem Posten vor dem Schloss stand, kam ein sonderbarer Mann zu mir, der sich nach eurem Aufenthalt erkundigte. Was noch eigenartiger war, als ich ihm sagte, dass ich ihn nicht wüsste, beschwor er mich, niemanden von unserer Begegnung zu berichten. Habt ihr etwa einen Feind erweckt? In seinem Blick war etwas Irres. Ich werde ihn niemals vergessen. Ich bitte euch, seid wachsam. Wir sehen. Hütet euch vor einem Hinterhalt. Ach, jetzt muss ich Heilsachen holen. Am besten übernachten. Und. Ah ja, stimmt, übernachten ist ja zeitgleich mit Sachen holen, praktischerweise. So. Falsch andersrum entnehmen. So, Heilung. Gesundheit etwas. Ich brauche Gesundheitsmittel. Alle. Und das hier ist Gesundheit viel. Ja. Alle. What will it be today? Have your pick. What will it be today? Understood. So. Dann übernachten wir. Hexenjagd sucht Celine. Wieso habe ich das schon wieder aktiv? Gerüchte, die Druidin aus dem Hexenwald stünde mit dem Drachen im Bunde, sorgen gewiss. Celine könnte für ihre angeblichen Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Geht zum Hexenwald und sorgt für ihre Sicherheit. Das machen wir dann gleich. Aber als erstes. Griffen. Okay, was seid ihr für welche? Ihr deine Kriegerin, wie ihr es ist gewiss immer auf der Suche nach besseren Waffen, richtig? Habt ihr mir eine kleine beisteht, sollt ihr eure Hände Waffen legen können, die ebenso mächtig wie furchterregend sind, oder sagt ihr weiter zuhören? Also, habt ihr von diesem meisterlichen Waffenschmied dieserorts gehört? Seine Fähigkeiten sind unerreicht. Aber er ist stur wie ein Ackergaul und verkauft nur an einen erlesenen Kundenkreis. Diesen Kunden schenkt er eine kleine Figur, um seine Gunst zu zeigen. Ich muss so eine Figur in die Hände und damit Zugang zu seinen Waren bekommen. Das ist was Tolles. Ich habe so eine Figur. Ich höre immer wieder, dass ihr eine Gabe habt, Dinge aufzuspüren. Sichert mir eine dieser Figuren und ich werde euch mit Waffen ausstatten. So. Eine Figur. Her damit. Ja, hier. Ziemlich schlicht, oder? Aber eine Leiche. Ich werde den Waffenschmied schnellstmöglich aufsuchen. Eure Mühen werden nicht vergessen. Wenn wir das nächste Mal sprechen, sollte euch mein Sortiment deutlich besser gefallen.
I've no love of magic. Iron and their masterwork. Okay. Ja, das ist ein bisschen besser, aber ich glaube, der meint, ich kriege noch mal bessere Waffen. Hakendolche. Okay. Was war das? Magie plus 4. Also. Ich warte noch mal ein bisschen. Was das angeht. Ich wollte die Karte angucken. Ja doch. Raus aus der Stadt. Have you equipment to enhance? Genau, und wenn ich dann im Prinzip den Greifen jetzt töte und dann zurückkehre, dann sollten ja bessere Ausrüstungen da sein. Wo muss ich hin für den Oh shit. Ist aber weit. Ist das wirklich ein ziemlich gutes Stück? Dann fangen wir erstmal damit an. Irgendwas mit dem hier. Also, die standen hier. Irgendwo. Was once a place under heavy watch. Best we were no less vigilant now. Gut, man kann hier hochspringen. Aber ansonsten belästige mich hier gerade niemand. Hat dann auch anscheinend irgendwie niemand vor, mich zu belästigen. Was gut für ihn ist, nicht für mich. Außerdem würde ich dann lieber zur Hexe gehen als zum Griffen. Bevor es weitergeht. Weil ich nicht denke, dass es. Ja, sollte nicht ganz so schwer sein. Der Manamia-Pfad. Das ist irgendwie nicht wirklich schneller als Cassades, so wie ich das sehe. Also, nach Cassades. Ich verstehe nur nicht, wieso ich nicht zu diesen Zwischenteleportsteinen reisen kann. Da gibt es nämlich zwei. Und einen Healer brauche ich immer noch. Not even the saltiest fishermen venture far from shore, I hear. So. Ah, und ich wollte eigentlich noch meine Fähigkeiten verbessern, aber das mache ich dann, wenn ich nochmal zurückgehe. Also erstmal zur Hexe. Dann reisen wir zurück in die große Stadt. Sprechen wegen Fähigkeiten und sprechen wegen neuen Waffen. Nachdem wir das gemacht haben, denke ich mal, sollten wir den Greif erledigen. As a consequence, the Grand Sea sea routes have been ill developed. Kann ich euch töten? Tatsache kann ich. Jetzt hat er Angst vor mir. Für immer. Ja, was mich übrigens interessiert. Ja. Das mit dem Mikro, tut mir leid, dass ich das gerade ausprobiert habe. Es ging mir mehr darum, weil ich ja regelmäßig irgendwie meine Hand bewege und dann dagegen stoße, wie schlimm das tatsächlich ist. Wolf? Gut. Die!
Sind wirklich nur am Nerven, diese Wölfe. Das Ärgerliche ist, dass ich immer noch nicht dieses Kraut für die... Soll ich vielleicht doch erstmal warten... mit der Hexe, bis ich dieses eine Kraut gefunden... Ja, ja. Ich hätte eigentlich gleich daran denken sollen, ich hab's irgendwie vergessen. So. Genau, zurück nach Grand Soren. Ich hätte gleich daran denken sollen. What meaning do you suppose those stones hold? So. Ach so. Ich teleportiere mich nicht zu diesen Steinen da drin, sondern zu diesen Steinen hier. Zu diesem Steinkreis halt. Beziehungsweise drei Chimären, Krähen, einen Zyklopen, 10 Gespenster. So einfach mal zum Mitnehmen. So. Du siehst aus wie eine Healer-Magierin. Du bist Magierin. Ranken aus Dunkler, feuert magische Blitze. Heilende Heiligkeit. Okay, also du hast sowas wie ein Heal. Is everything in order, Master? Achso, warte ganz kurz, das ist ja meine Tussi. Aber sie hat nie geheilt. Du. Yes, Arisen. Auftragsrelevantes Wissen. Cool. Hier. Blitze, Gunst des Donners, totale Nekromantie, dann bist du nicht so geil, wie ich es gern hätte. Und auch sonst ist hier irgendwie nicht wirklich irgendjemand von Interesse. Nach Stufe suchen. So. Keine Heals. Ist ja echt schwierig heutzutage Healer zu finden. Damals ist jeder als Healer rumgelaufen, damit er in einer Gruppe ist. Und heutzutage braucht man sowas ja gar nicht. Wofür auch? You can summon pawns as necessity demands here at the Pawn Guild. So. Weh, du hast mich angelogen. Me, I've no love of Iron, the masterwork. Dann übernachte ich lieber nochmal eine Nacht. I hear no. Have your pick. What will it be? Understood. Ach ja, und ich wollte noch meine Fähigkeiten anpassen. Here we can rest, manage inventory and skills, and so. Just have your pick. In your, what will it be today? Ein großer Schnitt. Schlägt beim Zurückfallen eine breite Schneise mit der Klinge. Das habe ich noch nicht. Hm.
Für Leiter eine spezielle Sehkraft, sodass der Anwender selbst weit entfernte Gegner erkennen kann, benötige ich viel Ausdauer. Ein betäubender Pfeil. Schießt einen Pfeil ab, der mit einem lebenden Elixier getränkt wurde und Gegner entliehen ist. Okay. Das ist doch was. Blutdurst verbessert die Stärke und mindert Schäden, jedoch nur bei Nacht. Ach, wisst ihr was? Ausdauer und Gesundheit. Sexy Bitch, was hast du? Irgendwie nicht wirklich irgendwas. So. Wenn ich schon zwei Plätze frei hatte. What will it be today? Have your pick, come again. Gut. Nee, du hast jetzt nicht die Gegenstände, die wir versprochen. So, stramme Ochsenzunge und das war's. Okay. Dann nehmen wir das doch einfach mal. Nehme ich ein Schild? Nö, anscheinend nicht. Achso. Ach, ich kann dann aber keinen Bogen tragen. Ja, gut, dann hat sich's eigentlich erledigt. Okay. Also, gegenstandstechnisch bin ich auch recht gut aufge... Das hier ist besser. Okay. Ja. Ach man, ich habe das Falsche gedrückt. So. Das hier nichts. Beine, die Arbeiterhose. Und. Genau. Ausrüsten. Ausrüsten. Und dann verkaufen. Achso. So. Und Waffen. Und was ich jetzt mache, ist, weil das die beste Waffe ist, die ich momentan habe, gleich auf Stufe 2. Und, ach ja, ich könnte noch nach einem Bogen gucken. Ob der auch da was Besseres hat. Nee. Verstärkter Langbogen, aber das ist nur als Bogenschütze, nicht als Assassine. Moment, was? Die sind alles mal... Also, okay. Gut, dann, nachdem wir das geklärt haben, dass ich das beste Zeug hier so hab. Kleine Übungsmöglichkeiten. Das Klo bei Grenzkavernen. So, anscheinend ist da nichts. Dann nehmen wir den Greifen und töten den jetzt. Sehr schön. Keep watch on your surroundings. They hold threats and treasures alike. Ist das? Ne, das ist eine Flagge. Ich dachte schon. Was bewegt sich da so seltsam? Ah, Moment. Wieso renne ich? Benutzen. Immerhin, das habe ich doch noch gemacht.
kann ich das doch auch gleich ausnutzen. Weil wieso nicht? Puh. Okay, ich denke mal, da wir jetzt laufen werden, ist ein guter Moment für eine Storytime. Und zwar wurde heute bei uns im Laden wieder eingebrochen. Heute Nacht. Es hatte aber Humor, was die gemacht haben. Nicht, weil es lustig ist, dass es ein Einbruch ist, sondern wie sie eingebrochen sind. Anscheinend waren das so Leute, die haben entweder unseren Laden oder generell halt ausgesucht oder halt generell einen Laden gesucht. Und die kamen dann halt mit so einer irgendeiner Art von Brecheisen. Aber so irgendwie haben sie das nicht wirklich benutzt. Also, die haben es versucht, die haben unsere Tür angekratzt, aber die haben es halt nicht geöffnet. Also, ging nicht. So, wir haben aber auch unsere Tür mittlerweile abartig verstärkt. So, bei uns steht ganz groß an der Tür Videoüberwachung. Ist der Zyklop gerade einfach... Ist der... einfach runtergefallen? Sieht man irgendwo die Leiche? Auf jeden Fall, ja, der Zyklop ist aber gestorben. Ich habe gerade 4000 Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Okay, komm rein. Ja, genau, es steht ganz groß dran, Videoüberwachung. Was folgt daraus, wenn man eine Videoüberwachung hat, meistens? Ja, wichtig, man hat dann meistens auch eine Alarmanlage. Ja, also, ich sag's mal so, ich hab dann die wir wurden geweckt. 4 Uhr morgens. Meine Mutters Handy hat geklingelt, weil, naja, die Alarmanlage ist halt losgegangen. Wir waren beide so ein paar Sekunden lang verwirrt. So, what the fuck? Also, was ist das für ein Geräusch? Und haben dann halt nach ein paar Sekunden festgestellt, ah, okay, gut, ich dachte so, ja, Gott, was für ein Scheißgeräusch. Klingt ja echt nervig, wieso hat man so einen Klingelton? Warte ganz kurz, das ist nicht der Klingelton. Warte ganz kurz. Springe sofort aus dem Bett, hechte zum Haustelefon und ruf sofort die Polizei. So, ja, Einbruch. Kommt sofort. Guten Abend, Bierspiele. Willkommen bei Storytime Einbruch. Wo war ich jetzt? Ja, genau. Also auf jeden Fall haben halt... ich habe die Polizei gerufen, meine Mutter sofort hin. War echt krass, wie schnell sie sich angezogen hat. Also ich glaube, ich war noch eine Minute im Gespräch gerade mal. Noch nicht mal. Die ist schon aus der Tür raus. Also ich habe gerade so übers Telefon mehr oder weniger die Bestätigung gekriegt, dass halt die Polizei auf dem Weg dahin ist. So. Was danach? Ja, genau, jedenfalls bin ich dann ein bisschen später hin, weil ich wollte erstmal so, dass die Polizei das so alles klärt, guckt, haben die die überhaupt erwischt, dann wird wahrscheinlich meine Mutter noch sehr lange diskutieren. Ich habe halt gewartet, kommt meine Mutter dann zurück oder nicht? Und nachdem die halt irgendwie eine halbe Stunde oder so etwas weg war, habe ich dann halt gesagt, ja, okay, fahre ich halt nach, guck mal, was Sache ist. Komme an. An sich war alles gut. Was mir sofort aufgefallen ist, dass nichts geklaut wurde.
weil, naja, die Stimmung war halt nicht so betrübt. So. Und... ja, also unsere Schaufensterscheibe wurde halt eingeschlagen. Und das sogar halt... also wir haben eine große Scheibe und die war halt komplett hinüber. Also nicht komplett hinüber, die ist halt in der Mitte so gerissen. Die könnte man jetzt wahrscheinlich recht einfach zerstören. Aber ich sag's mal so, wo auch vorher ein Wille war, da ist auch jetzt immer noch der Weg. So. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf jeden Fall richtungstechnisch sieht das ziemlich gut aus. Hab dann die Videokamera geholt und jetzt kommt der spaßige Teil. Schon mal die dümmsten Einbrecher gesehen? Ey, die haben fast eine ganze Stunde damit verbracht, zu versuchen, die Tür aufzubrechen. Eine fucking Stunde sind die immer wieder hin und her gelaufen, weil da wahrscheinlich Autos oder so etwas kam. Und man sieht halt, wie sie versuchen, die Tür verzweifelt aufzubrechen. Oha. Okay. Guten Abend, Viklodin. Wie gefällt dir das Spiel? Ich finde es ziemlich unterhaltsam. Bis zu Momenten wie diesen. Okay. Ich bin hier auf jeden Fall falsch aufgehoben. Tja, meine Leute sind tot gewesen. Ah, ich bin übrigens falsch teleportiert. Ich muss, werde mich ja heilen müssen. Da gehe ich lieber hier hin. Und nachdem sie eine Stunde lang jedenfalls die Tür versucht haben aufzubrechen, haben sie halt unsere unser Schaufenster aufgeschlagen im Prinzip. Da gab es so einen Rahmen, den haben sie halt aufgehebelt. Dadurch sind halt alle Scheiben geborsten. Und nachdem das dann stattgefunden hat, kletterte die kleinste Person, eine Frau, von denen rein in den Laden. Und man sieht, wie die reinklettert und so irgendwas am Handy macht. Was auch immer sie am Handy verloren hat. Die geht halt dann halt hinter den Tresen. Wo man sich dann fragt, what the fuck? Unsere Kasten sind entweder bombensicher geschlossen, was für Post und Lotto gilt, und sind auch noch gleichzeitig leer. Also, what the fuck hat sie da versucht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass in dem Moment, wo sie an den Kasten angekommen ist, die Alarmanlage angesprungen ist. Ich habe noch nie einen Menschen so schnell rausrennen sehen aus seinem Laden. Ich werde jetzt einfach doch zum Dings gehen. Zu der Hexe. Ey, die hat einen Hechtsprung über unsere ganzen Sachen gemacht. Unsere ganzen Postkarten, die ganzen Stände und so weiter und so fort. Und ist rausgerannt. Wir waren dann 5 Minuten später da, also die Polizei und so weiter. War trotzdem zu knapp. Also, wir waren trotzdem schon weg. Konnte man nichts mehr machen. Aber wir haben ein paar schöne Schnappschüsse von denen, wir haben die Kameraaufnahmen und wir haben, also ich hatte zumindest was zum Lachen. Weil das war einfach so lächerlich, wie die da komplett vermummt versucht haben, halt die Tür aufzubrechen. Klar, Versicherung übernimmt's, ist halt trotzdem scheiße, weil der Schaden beläuft auf 8000 Euro. Ich meine, ich habe ja gesagt, das ist ein großes Schaufenster, was wir haben. Also, ist es halt, ja,
Ich verstehe schon, wieso es halt mit Lieferkosten und allem 8000 Euro kostet. Da überlegt man sich irgendwie schon fast, da gleich eine Mauer hinzubauen. Stattdessen. So. Habe eigentlich gehofft, dass jetzt mittlerweile irgendwie ein paar Fragen dazu auftauchen. Nee, aber ganz ehrlich. Entweder bricht man mit Lärm schnell ein, holt sich das, was man haben möchte, und verzieht sich wieder, und dann ist es halt klar. Oder man bricht gar nicht erst ein. Dieses Ganze, man versucht leise irgendwie irgendwas zu machen, das funktioniert nicht. Läden sind mittlerweile bombendicht abgesichert. Mit Alarmanlage und allem Möglichen. Und es ist dann irgendwie auch für die Versicherung angenehmer, dann halt zu sagen, okay, wurde eingebrochen, wurde alles geklaut. Anstatt dann halt alle sagen müssen, haben einfach mal was zerstört, um dann festzustellen, ja, okay, wir kriegen es nicht hin. Ist das... Oh, das war, glaube ich, ein Verbündeter. Yeah! Neuer Rang. Gut, dann gehen wir weiter. Okay, das hat aber auch Humor. Kommt rein. Mir gefällt dir das Spiel. Ja, ich find's ganz gut, bis auf Momente wie diese, bei denen ich halt einfach unterlevelt bin, obwohl ich die Aufgabe schon gekriegt habe. Keine Frage, nichts geht. Okay. So, irgendwas hätte er schon erzählen, fragen können. Ich hätte gern geantwortet. Ah, habe ich jetzt halt über den Einbruch erzählt, aber. So habe ich nicht nach 10 Sekunden irgendwie den Wechsel hätte einleiten können. Ach, Leute. Gut. Der Stein. Ja, komm, roll runter. We're apt to meet bandits and thieves as often as pirates. Be watchful. Manchmal frage ich mich wirklich, was die Menschen sich dabei denken, wenn sie gewisse Sachen machen. So many twists. Check 'em, boys. Armed bandits arisen. Ich hoffe nur, weil es halt mittlerweile unser dritter Einbruch ist, dass die Versicherung uns, also unser dritter teurer Einbruch. Ich hoffe, dass die Versicherung nichts dazu sagt. Weil ich glaube, die hat schon mal die Kosten erhöht. Na. Hold nothing back. Autsch. Ausdauer. Ich würde gern rollen oder sowas. They're left exposed after a grand strike. Easy Gegner, easy life. Kommst du unter? Nee, irgendwie nicht so.
Aber ich bin froh, dass ich endlich keine Probleme mehr mit diesen Dingen hier habe. Also ich fand das gerade irgendwie schon ein bisschen stilvoll, dass da so alles passiert ist. Au. Bloody hell! Wo sind gerade die ganzen Würfe hergespawnt? Die hatten wahrscheinlich Stealth auf 100. Ja, ich höre euch. Gut, dass man die Steam-Aufschrift hier gerade nicht gesehen hat. Muss man ja auch nicht unbedingt. Also ich gehe jetzt einfach mal in den Wald rein. Wieso ist es gerade so überbeleuchtet gewesen? Sehr, war ja echt widerlich. Als hätte irgendjemand die Gamma-Einstellungen verändert. There's no way forward save crossing here. I've learned of this area. He's shallow enough to cross. He's some manner of war. You need help again? So. Kann man raussuchen? Nein. Ach, irgendwie werde ich schon wieder hinkommen. Ich denke mal, wenn ich dem Weg folge, werde ich schon ankommen. Wood is uncommon dense. Vor allem, ich muss ja diesmal auch nichts mehr forschen. Klappt sogar mit mehreren Gegnern wunderbar. Yeah, hochklettern. Funktioniert. So, noch mehr Karte freigeschalten. Praktisch. Boah. Ach ja, eine Sache, die ich noch ein bisschen lustig fand, hatte ich heute. Nachdem ich um 4 Uhr morgens geweckt wurde, nicht mehr einschlafen konnte und dann halt gesagt habe, ja, komm, fahr ich hin, komme ich zurück nach Hause, hab den Kommentar von meiner Mutter gekriegt, hey, danke, dass du hier warst, danke, dass mit der Videokamera, war auch erst 6 Uhr morgens, als ich bereits mit dem ganzen Scheiß da fertig war, oder 7, keine Ahnung, und ich so, ja, hey, wäre echt geil, wenn ich noch ein bisschen Schlaf kriegen würde. Ich gehe jetzt noch nach Hause. Versuche eine Stunde zu schlafen und dann sehen wir uns Nachmittag, wenn ich dich ablöse, weil die wird ja bestimmt auch müde sein. Nachdem die um 4 Uhr morgens auch geweckt wurde und dann halt die ganze Zeit arbeitet. Okay, alles klar. Komme ich nach Hause. Konnte natürlich nicht sofort einschlafen, hab erstmal das Staffelfinale von Game of Thrones gesehen. Hab versucht mich hinzulegen. Eine halbe Stunde später. Oder eine Dreiviertelstunde später, ist ja egal. Jedenfalls, vielleicht habe ich 10 Minuten geschlafen. So gefühlt. Kommt der Anruf von meinem Autohändler. Und bei dem ich das Leasingfahrzeug hole. Ja, es gab es jetzt eine Antwort von der Leasingbank. Ja. Okay, was sagen die? Ja, sie brauchen einen Gläubiger. Also jemanden, der für mich. Oder jemand, der bürgt. Sagen wir es lieber so.
So. Ich wusste, dass das übrigens ein Golem ist, der aufstehen wird. Soll ich das bekämpfen? Ja, ich muss es anscheinend bekämpfen. Ich sehe die Tussi nicht. Zur blauer Ring. Wieso sehe ich die Tussi nicht? Na gut. Und dann musste ich halt einfach die Dokumente zum Bürgen sammeln. Also holen und vorbereiten und alles. Au. Ja, ich weiß, dass ich in den Teilen da... Oha! Oh, shit. Los, kletter hoch. So. Ich muss mich selber hier und ich erinnere mich wieder. So. Oha. Shit. Okay. Ja, und nachdem ich dann halt irgendwann mal endlich geschafft habe, die ganzen Dokumente vorzubereiten, das hat eine gute Stunde gedauert, hin und her zu fahren. Meine Mutter musste dann halt unterschreiben. Ja, ich verstehe vor allem nicht, ich habe einen 250 Euro Leasingvertrag und die pissen sich dazu, wenn ich 600 Euro verdiene. Und vor allem safe, weil es Familienunternehmen ist. Okay. Das da sieht bereits ziemlich beschädigt. Wow. Puh. Denke mal. Beware that ray of light. It's too hard. I've learned the beasts. And I've learned new techniques against steel. Schon nicht bewegt, dann nutzen wir das doch mal aus, oder? So those amulets serve the animated group?
Klettern wir auf sein Ding zu. Ey, guckt euch diese Pfeilmasse einfach mal an in seiner Brust. Oh. Wow. What the fuck? Just wait. We'll see your weakness. Dangerous in this state, but its amulets grow frail. You're going mad with rage. Ich habe übrigens vorhin, als ich auf ihm drauf war, den falschen Angriff eingesetzt. Oh. Der ist nicht mehr geisteskrank, okay? One strike served well. Find an opening, then strike. Hey, du hast schon 10.000 Pfeile in dir drin. That lightning is deadly. Stay clear. Strike the glowing discs. Glow is deathly powerful. Oh, scheiße. My consciousness fades. So, ich kletter hier mal hoch und schieße ihn weiter von oben. Ich sehe gerade keine. Oh, das ist bereits kaputt, stimmt. Oh, sehr gut. Jetzt fehlt nur noch der an seinem Rücken, oder? So. Ah. Ernsthaft? Seine Ferse? Ah, der hat noch einen in der Handfläche. Ha. Ich habe mir anderes RPG noch gekauft, aber das werde ich irgendwann mal später spielen. Bound by Flame. Ich empfand das recht cool, weil man da halt auch so große Monster töten kann. Die Alternative, die ich noch gesehen habe, die ich recht cool fand, die dieses Jahr rauskommt. Oh Gott, wie hieß es? Das ist so ein postapokalyptisches Ding, wo man auch so mit recht modernen Waffen dann auch unterwegs ist. Gegen Maschinenmonster, die recht groß sind. Au.
those animals are two animals. It's over! Ich würde schon sagen, also das wird jetzt auf jeden Fall ziemlich wehtun dem Typen. Boah, huh. Na, das war mal ein zäher Kampf. Easy going. Verfolger Selene. Scheinend hier? Yeah, ein Zielkristall. Weil man kann nie genug Zielkristalle haben. Ne, kann man wirklich nicht. Hier fehlt wieder die Karte. Come, Master. We must find Selene. Ich versuch's nicht, wenn man halt in den Wald reingeht, dass man halt wirklich gar keine Orientierung hat und man irgendwie durch die Gegend geschoben wird. Ja, genau so wie jetzt. Da läuft man halt irgendwie gefühlt rückwärts, so wie das dargestellt wird. Aha. Hab's getroffen. Gut. Oh, und da ist das andere. Ich geh einfach mal näher. Ist ja nicht so weit weg. Ist ja nicht irgendwie auf dem Berg, auf dem zerglichen Wald oder sowas. Bam. So. Na. Heute doch nicht meine Periode gekriegt. Gut. Eigentlich nicht. Weil irgendwas mit Schwanger oder sowas, aber in dem Fall vielleicht auch gut. Nee. Wo ist denn? Das sieht aus wie nochmal so ein Golem. For real. Das ist nochmal so ein Golem. Vielleicht, wenn ich einen ausreichend großen. Eine ausreichend große Runde mache, wird er mich vielleicht nicht angreifen. Oder der greift mich dann erst recht an. Oh, ich habe keine Spitzhacke dabei. Mal wieder. Er braucht schon Spitzhacken. Gut. Und? Steht er auf? Greift er mich an? Es ist meiner. Ich reite auf ihn. Wenn man den nicht packt, glitscht man durch den durch. Interessantes Konzept. Aber die Gegner sind auch im Nachteil. Achso, ich hätte einfach wirklich der Straße einfach nur folgen sollen. Na gut. Gehe ich wieder hoch und folge einfach nur ganz langweilig der Straße. So wie das Spiel es von mir verlangt.
Na, guck mal, hier ist noch einer. Weil es noch mehr Menschen sie anpissen wahrscheinlich. Ach gut, wollte schon sagen. Wäre nett, wenn ich da auch hochklettern kann. Also, die Kämpfe sind halt teilweise echt überepisch. Hallo Celine. Es tut mir leid, der weckte. Ihr habt ohne euer Verschulden an meinen Schwierigkeiten teil. Etwas in mir wusste schon lange, dass ich in Wahrheit zu den Vasallen zähle. Weder altere noch sterbe ich wie andere. Cool. Heißt das, ich kann sie jetzt rekrutieren? Und ich fand es stets schwierig, eigene Entscheidungen zu treffen. Großmutter verlieh mir einen Teil ihrer eigenen Seele, eine Güte, die ich hier niemals vergelten kann. Anfangs wusste ich nicht, wie ich mit diesem Geschenk umgehen sollte. Aber nun, da ich euch getroffen habe... I've learned of this area. I am sorry, Arisen. You share some part and always grant, but now I have... I wonder what's inside. So, you are Arisen. Ihr seid also eine Erweckte. Es mag einen ein wenig überraschen. Es mag euch ein wenig überraschen, doch ich kenne den Pfad gut, den ihr beschreitet. Denn seht ihr, ich war selbst einst eine Erweckte. Und dieses Mädchen Celine war mein Vasall. Die Seele einer Erweckten kann nicht umhin, sich auf ihre Gefolgsleute auszuwirken. Mit der Zeit wird der Vasall die Gestalt der Erweckten selbst annehmen. Das ist die Verleihung des Geistes, wie ich es nenne. Als ich dieses Vorgangs das erste Mal gewahr wurde... erfasste ich noch nicht seine ganze Bedeutung. Aber schaut euch hier Celine genau an. Seht, wie ähnlich er sie mir ist. Ich hoffe, dass ihr schon bald ein Leben als wahrer Mensch führen kann. Also gucken wir diese alte Oma an und daneben diese... Ich darf es nicht geil aussprechen. Und daneben diese attraktive junge Schwarzhaarige. Weil ich glaube, die ist noch minderjährig. Deswegen darf ich nicht geil sagen. Oder? Uns trennen Jahre und Erfahrung, Erweckte. Doch ich weiß, dass ihr meine Worte als wahr erkennt. Celine ist längst mehr als ein Vasall. Es verlangt sie danach, den Gang ihres Lebens selbst zu bestimmen, frei vom Willen anderer. Wenn ihr darin beisteht, könnte es für sie noch eine Zukunft geben. Mein Vasallzeichen. Ja, jetzt sehe ich es. Um ehrlich zu sein, hatte ich das schon lange vermutet. Die Wege von Menschen und Vasallen sind sich so nah. Die einen sind Sklaven und die anderen noch schlimmere Sklaven. Oder Sklaven des Sklaven. Kann ich wahrhaftig lebendig sein? Kann ich ein Mensch sein? Das kannst du, Celine. Die Verleihung des Geistes gab dir mein Herz. Die Welt kennenlernst, hast du dieses Herz mit deinen eigenen Gefühlen erfüllt. Vasallen sind nur Schatten des Lebens, dazu verdammt in alle Ewigkeit über den Rift hinweg wiederzukehren. Doch bald wirst du aus diesem unendlichen Kreislauf befreit sein. Dann werden deine Gedanken dir allein gehören. Dann wirst du mit deiner eigenen Stimme sprechen. Meiner eigenen Stimme. Kehlkopf rausreißen. Ich möchte bei euch sein. Ich möchte, dass du bei mir bist. I've learned what to do in this quest. I feel more familiar with this quest now. Bitte, Victor, sag, dass ich in eurem Dorf bleiben kann, unter eurem Dach. Ich sehne mich nach einem Ort, an dem ich mich sicher fühlen kann. Treasure, perhaps? Arisen and Pawn share a rare bond. Ohrring der Unrast. Please, Arisen. I want dear. Ja, und wie kann ich sie jetzt?
Ihr habt den Aufstand niedergeschlagen und Selene sicher nach Kasadis geleitet. Die Auftragsbelohnung gehört euch. Ich habe Selene nach Kasadis begleitet. Wann habe ich ihn das gemacht? Okay. Folgt sie mir? Nein. Aber wenn ich jetzt den Reisestein benutze, ist sie dann in Kasadis? Das kannst du hier nicht benutzen. Reisen. Gucken wir mal. Und wie ist Selene nicht da? Da werde ich sie selektieren. Gott, war das schlecht. Anton, please. Ich denke mal, sie ist dann wirklich bei mir zu Hause. Wenn sie hierher wollte. Aber mein Zuhause ist auf der anderen Seite der Map. Oder? Genau, mein Zuhause ist da oben. Ich bin kein Kind, Oma. Ich bin keine Oma, Kind. Mein Junges. Ich bin nicht dein Junges. Alter Schabracke. Ich bin nicht eine alte Schabracke. Du Göre. Ich bin keine Göre, du. Alter Kauz. Nein, der Spur darf hier jetzt nicht kalt werden. Oh Vater, wo bist du? Was im Namen des Schöpfers will dir erwecken? Nein, wer bin ich, eine Fügung des Schicksals zu hinterfragen? Bitte helf mir, Vater, zu finden. Er ist Gärtner im Hof seiner Gnaden, Herzog Edmund. Eines Morgens wachte ich auf und stellte fest, dass er ohne ein Wort verschwunden war. Das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ich suche nun schon bald eine Woche lang, aber ich konnte nichts finden. Ich flehe euch um Hilfe an, Lady Erweckte. Ich wüsste nicht, an wen ich mich sonst wenden könnte. Nimm dies. Mein Vater wird es auf den ersten Blick erkennen. Möge der Chef euch begleiten. Okay. Oder auch nicht. So. Das Haus des Ältesten. Fischerhaus. Euer Haus. Ach, da unten. Ich bin hier hochgerannt. Hopp. 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 So, das hier bin ich. Genau, euer Haus. Da ist sie. Some need of me? Hi. Ich bin menschlich geworden. Das ist nicht so menschlich wie ihr. Königslorbeer. Herbs? Ah, very well. Is this your home, Arisen? Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Hab ich? Hab ich? Yeah! Ich hab's gekriegt. Ich weiß nicht wann, aber ich hab's gekriegt. So, dann gehen wir uns mal heilen. Are your travel preparations complete? They say that the ship. What can I do? You seem to be. So, dann reisen wir wieder in die Hauptstadt. Und dann machen wir halt einen Quest nach dem anderen weiter. Außerdem habe ich eine neue Stufe gekriegt. Vielleicht habe ich auch damit Dings gekriegt. Eine neue Möglichkeit. Eine Fähigkeit zu lernen oder sowas. Das wäre echt nicht schlecht. Tis a port crystal, Master. Tis a port crystal. One can reach it from anywhere with the use of the magic. Ja, ich weiß, was ein Zielkristall ist. Ich hab's auch. Es ist zwar nicht dasselbe wie Zielwasser, aber es ist auch gut.
Morgen habe ich mich übrigens jetzt schon für Anime gucken verabredet. Ich meine, normalerweise würde ich sagen, ja, ich gucke normale Animes wie Steins Gate, Another. Was habe ich noch geguckt? Higurashi no Nako Kuroni war recht gut. Excelworld habe ich gesehen, fand ich auch in Ordnung. Wobei das auch schon in diese Marge geht, die ich nicht so mag, nämlich dieses halb perverse. Pain is a cause of worry. I speak only for myself and not as Chamberlain. Okay, in jüngster Zeit wurden im Umkreis der Hauptstadt Skelette gesichtet, in anderen Orts hörte ich unzählige Berichte über geheime Treffen der Erlöser. Ich kann nur schwerlich glauben, dass diese beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben, fehlt mir auch jeglicher Beweis dafür. Doch ich will verdammt sein, wenn ich aus Mangel an Beweisen zulasse, dass ihresgleichen den Geist aufrechte Menschen vernebeln. Erweckte, ich bitte euch um diesen Gefallen, werdet diesen Vorfällen nachgehen und das... Kann ich machen, ja. So. Die Kräuter werde ich gleich abgeben. Falsch. Hier. Okay. Scheinend weiß diese Person da vorne irgendwas. Also gewisse Objekte, wie kann ich euch zu nächsten sein? Ihr sucht einen Abdruck Gärtner. Ich fürchte, da werde ich euch kaum helfen können, das heißt Augenblick mal. Wir hatten kürzlich Anlass, einen der Arbeiter im Schloss zu verhören. Unsere Spione erhielten Kenntnis von einer Verschwörung, bei der Staatsgeheimnisse an eine Bande von Banditen weitergegeben wurde. Ich glaube, der Mann, der dieses Verrates verdächtigt ist, befindet sich noch in unserem Gewahrsam. Das ist leider alles, was ich weiß, Herren. Ich wünschte, ich könnte mehr für euch tun. Skeleton keys come up for sale in shops on occasion, Master. Ja, dann gehen wir mal rein. Schalalala. Da unten? Achso, ich muss, durchs Gebäude rein. Tja, gut, dass ich unbegrenzte Zugangserlaubnis habe. Was bist du für ein... Erweckte Herren, bitte entschuldige ich, Herren. Ich bringe eine Nachricht von Lady Eleonora. Eronilea. Nivea. Chuck Norris. Nein, ich von der Lady jedenfalls. Sie möchte mit euch sprechen, Herrin, unter vier Augen, wenn ich es... Manch einer würde auf eine solchen Suche gewiss die Stirn runzeln, bedenkt man, dass meine Herrin die Gattin des Herzogs ist. Verzeiht, Erweckte, ich muss lernen, in achtbarer Gesellschaft meinen Schnabel zu halten. Ich bitte euch, trefft mich heute Nacht im Garten des Schlosses. Es ist deswegen in Ordnung, dass ich die Gemahlin des Königs kennenlerne, weil... Hallo, ich bin eine Frau. Was sollen wir schon machen? Lesbenzeug? Gut, werde ich. Aber zunächst. Okay, cool. Ich hätte seitlich einfach direkt hier rangehen können. Na. Keinen Schritt weiter. Okay. Dann daneben nicht. Macht mir nichts. Genau, hier runter wollte ich. Ich frage mich, wie weit ich
Zutritt habe. Ja, anscheinend. Was war denn der Spastikus hier? Du. Nicht öffnen, reden. Ach cool. Mein Erlaubnisschein. Dann ist mein Sohn in Sicherheit. Der Schöpfer sei gepriesen. Dass mich ein solches Schicksal befallen könnte, im Traum wäre mir das nicht eingefallen. Ich habe diesen Schlüssel, den ich komplett zufällig erstellt habe, genau jetzt dafür gebraucht. Den Schlüssel, den ich komplett zufällig erstellt habe. Für eine Quest ist er wichtig. Zufällig. Allein ein unglücklicher Zufall brachte mich in diese Lage. Ich hörte lediglich ein Gespräch mit einem. Ja, ich bin gerade meinen Pflichten nach, als ich nebenbei einen herzoglichen Berater und einen Edelmann miteinander sprechen hörte. Aber ich kannte sie nicht und schenkte ihnen vom eifrigen Getuschel kaum Beachtung. Doch plötzlich bestellte mich ohne Vorwarnung ein Wachmann zu sich. Er beschuldigte mich, die beiden bespitzelt zu haben und ließ mich unverzüglich in den Kerker werfen. Seither rief ich mir das Ganze mehrfach ins Gedächtnis zurück. Ich könnte wohl Teil des Gesprächs wiedergeben, wenn man mich drängte. Doch das ist jetzt ohne jeden Belang. Ich möchte nur noch mein Leben retten oder doch wenigstens meinen Sohn vor Schaden bewahren. Jetzt hättest du schon bald wird die Wache zurückkehren und mit der Befragung beginnen. Wahrscheinlich werden sie mich der Folter unterziehen, was meine Überlebensaussichten erbärmlich gering erscheinen lässt. Ich beschwöre euch, Erweckte, führt mich weg von diesem schrecklichen Ort. Ihr seid meine letzte Hoffnung, rettet mich hier, ich flehe euch an. Ich hatte keine Wahl. Sie ist verschlossen, euch fehlt der passende Schlüssel. Was? Das vor langer Zeit schwor mir ein ehemaliger Gefangener, er sei auf ihn gefangen. Ein Durchgang, den nur das Heulen des Windes offenbarte, das ist in der. Lass uns diesen verborgenen Weg suchen, Erweckte. Ich würde sagen, eine geringe Hoffnung ist besser als gar keine. Ach so, ich konnte den Skelettschlüssel nur einmal benutzen, oder was? Aber ich kann auch das Zeug nicht kombinieren. Tis madness to attempt escape through the. Ich habe das Zeug nicht dabei. Dafür. Gärtner Erlaubnis, die einem Gärtner zutritt, zum Schluss gelangt von deinen Zeugen gehört. Aber ich vermisse sie sicher schon. Warte ganz kurz. Hier müsste es doch bestimmt so ein Dingsgegenstand geben. Aha! Oder einfach ein Skelettschlüssel in dieser Kiste da. Auch gut. Die Windgeräusche hören sich übrigens ziemlich seltsam an, wie so eine Hyäne. Dumme Ratte. Oh, Totenschädel. Nehmen wir Krempel mit. Oh. Ah, ist das bei dir auch eine Ratte? Nein, hat die Schnauze. Schlangenhaut. Yeah! Ich brauche Schlangenhaut, damit ich einen Gürtel Tasche
irgendwas aus Schlangenhaut bauen kann. Sauberer Lappen. Ah, ich habe bereits einen dreckigen Lappen dabei. Ich glaube nicht, dass der saubere Lappen mir wesentlich mehr helfen wird. Ich frage mich, wie viele verstanden haben, was sie irgendwie nicht mit dem dreckigen Lappen meine. Aufgeschlossen. Okay. Masterfully done. Wir sind aus dem Schloss entkommen. Lasst uns zum südlichen Tor gehen. Unsere Herrscher werden es nicht wagen, uns in die Straßen der Stadt zu folgen. Es ist nicht mehr weiter weg. Aber da war auch dieses. Achso, da es gab nichts mehr. Okay. Ich dachte, es gab irgendwie noch eine Ecke oder sowas, die man hätte erkunden können. Aber das war eine falsche Annahme. Gut, gehen wir. Masterfully done. Meisterlich gelöst. Father. Wie bist du hergekommen? Tomlin, my son. What? How? I heard tell you. Ich hörte dir weg, dass er Richtung Stadt unterwegs und hoffte, dich hier zu finden. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie dir angetan haben müssten. Es ist vorbei, ich schulde euch so viel, Rebecca, vielen Dank. Ein schlichtes Dankeschön ist euren Taten kaum angemessen, Rebecca. Ohne eure Hilfe würde ich jetzt nicht vor euch stehen, geschweige denn meinen Sohn wiedersehen. Diese ganze Sache hat einen üblen Nachgeschmack. Ich fürchte, das Geflüster, das ich mit anhörte, hat mit finsteren Machenschaften in der Zukunft zu tun. Vielleicht werden wir schon bald erfahren, um was ins Gespräch geht. Ich will nur hoffen, dass es uns nicht in weitere Schere reinbringt. Ich verfüge über nichts, womit ich eure Güte vergeben könnte, doch sollte ich jemals Hilfe bedürfen, lasst es mich wissen und ich werde an eurer Seite eilen. Möge der Schöpfer euch bis dahin geleiten, Erweckte. Ich kann nicht auf meinen alten Posten zurückkehren, aber ich werde meine Auskunft schon finden. Ich schulde euch so viel, Erweckte, ich danke euch. Erkund also Toms Vater Ansel aufgenommen, befreit ihn aus dem Schlosshaus, um die Wachen zu alarmieren. Hab ich doch. Those without a trade or the means to earn a wage live here. It seems that many people live here as well. Ich denke, wenn er gleich einfach. Wenn er gleich einfach aus der Stadt rausgeht, dann kriege ich die Quest einfach automatisch als abgeschlossen, ja. Level up! Ich habe Auftragswissen erlangt. So, diesen Quest, den wir jetzt beendet haben. Ja, was ist damit? Ja, den haben wir jetzt beendet. Jetzt weiß ich mehr darüber. Gut. So, jetzt überlege ich gerade Waffen, Rüstung. Ah ja, ich weiß wieder. So, glücklicherweise habe ich ja nicht gekämpft. Fähigkeiten erlernen. Donnerschlag. Das Schwert wird in den Boden gerammt. Die Reichweite ist begrenzt, aber der Vorstoß enorm. Kompass, sie bedreht euch mit gezücktem Schwert und beschreibt einen tödlichen Kreis effektiv bei Umzingel und kann auch ausgeführt, wenn ihr angegriffen werdet. Perfekt. Bringt das Schwert in einer abwartenden Position, wo es Angriffe kontinuierlich abwehrt und ablenkt. Praktisch, aber. Ach so, ich weiß, was Donnerschlag ist. Okay, das hätte ich auch genauso gut nicht machen müssen.
Ich glaube, großer Schnitt benutze ich momentan gar nicht. Also vertrautes. Ach, ich weiß auch nicht. Was benutze ich denn momentan? Stoßexplosion, vertrautes Manöver, Hauerschleuder. What will it be today? Okay. Das mit der Umdrehung. Statt hochwerfen vielleicht. Aber hochwerfen ist auch gut. What will it be? Have your bit? Come again? Na gut. Ich glaube übrigens, dass nur Sexy Witch das Level-Ding gekriegt hat. Das Upgrade. So. Trifft Mirabelle nach Sonnenuntergang im Schlossgarten, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Versucht in der Hauptstadt etwas über die Verwicklung der Erlöser in die Skelettplage. Gespenster, Zyklopen, Krähen, Chimären. Während ihr die Straßen entlang geht, spürt ihr, wie euch Blicke unsichtbarer Feinde verfolgen. Verliert jetzt nicht den Kopf. Folgt dem Greif. Kleinzeug. All these workers going about their business. How lively. So. I see you're out at work on an errand, truly. Mad, even as long that might tis. Ah, ihr habt die Arbeit erfüllt, nicht wahr? Wundervoll, wundervoll. Hier, meine Freundin, der Lohn für eure Mühe ist mir wie immer ein Vergnügen. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Ich habe Müll gesammelt. Aber vielleicht bringt dieser Müll jemanden etwas. Übergeben. Oh, warte ganz kurz. Schwarzes Wellenschwert, das kann ich tragen. Ist es besser? Nein. Oh. Auch der Grundschaden ist schlechter. Der Grundschaden war nämlich bei der anderen Waffe 340 oder sowas. Entschuldigung, dass ich heute ein bisschen müde bin, aber ich habe ja gesagt, ich habe einen ziemlich langen Tag hinter mir. Und ich versuche gerade einfach nur so ein bisschen mehr von mich her zu spielen als tatsächlich. Unsignierter Brief. Nur im Tod soll der erweckte Frieden finden. Oh, noch eine bronzene Figur. Stimmt, wir könnten mal gucken, was die Ringe bringen. Ein magischer Ring, den brillanten Blaufunkel, erhöht den Widerstand gegen Eis, erhöht den Widerstand gegen Schlaf. Langweilig. Ah ja, doch, jetzt weiß ich wieder, wieso ich das mit dem Kreisangriff haben wollte. What will it be today? Fähigkeiten erlernen. Was für ein großer Schnitt. Schlägt beim Zurückfallen eine breite Schneise, mit der Klinge Gegnerangriff zu vermeiden. Hier. Weil das kann auch ausgeführt werden, während ich angegriffen werde. Und dann
würde ich... Das hier ist praktisch gegen schnelle Gegner. Das hier macht überhaupt den Schaden. Das hier benutze ich eigentlich am wenigsten, aber ich hätte das sehr gerne benutzt gegen etwas größere Gegner. Also, ja, aber dann ist schon wieder das Y-Ding besser. Ja. Machen wir das hier. Ups. Okay. Gut. Was haben wir als nächstes? Nach Sonnenuntergang im Schlossgarten oder ja. Himmelsglanz einmal. Um weitere Einzelheiten zu erhalten. Dann schlafen wir bis Nacht und gehen hin. Wieso nicht? Night has come. I, the inn office, a clean bed, but it deals in vocations and skills besides. Wieso sind, ist es nicht markiert? Na gut, ich gehe jetzt einfach mal hin. Ich meine, es ist nach Sonnenuntergang, also... Aber eigentlich schon erwartet, dass man jetzt hier was macht. Ich überlege gerade, den Quest jetzt hier zu machen und dann das Spiel zu beenden. Weil ich halt einfach echt zu müde bin. Muss mich jetzt nicht unbedingt länger queren als notwendig. So, ich nehme deine Aufgabe an. Ah, Arisen, ja, ja, weg der Herren. Ich befinde mich in einer höchst unerfreulichen Situation. Ich bin nicht die dringend Taler und zwar rasch, doch es hat sich als schwierig erwiesen, die Summe aufzubringen. Nein. Any rarity, right then. Well met, sir. I shall await your safe return. Also, da ist irgend so ein Priester im Nobelviertel und dann so, ja, aber müssen Sie mir nicht eigentlich helfen, wenn ich in Schwierigkeiten bin? Ja, wenn du geil bist, muss ich dir an den Schwanz lutschen, was? Der Schöpfer sei gepriesen, dass ihr gekommen seid, er weckt. Oh, das ist wunderbar, wirklich wunderbar. Pardon, Herren. Vergibt einer Magd ihr Geplapper angesichts eines so sonderbaren Auftrags. Es ist nur die Bitte meiner Herren, euch zu sehen, ist äußerst ungewöhnlich. In all den Jahren, die ich nun bei ihr bin, kommt so etwas tatsächlich zum allerersten Mal vor. Sicherlich ist euch bewusst, wie delikat die Sache ist. Ich muss euch nicht daran erinnern, dass meine Herrin eine verheiratete Frau ist. Und nun ja, selbst eine harmlose Unterhaltung könnte falsch ausgelegt werden, falls Dritte ihrer gewahr werden. Bitte bewegt euch mit äußerster Vorsicht, Erweckter, und geht sicher, dass niemand euch in dem Gemach meiner Herren findet. In ihrem Gemach. Ich glaube, die will hier voll die Scheren-Action mit mir haben. Alles andere wäre reine Spekulation. Okay. Ah. I see. Ich habe Lego Batman Movie gesehen, aber nicht der, der jetzt demnächst kommt, sondern so irgendeinen anderen. Der, ich sag's mal so, was mir an ihm aufgefallen ist, man muss ihn gucken mit Alkohol. Und jedes Mal, wenn ein schlechter Wortwitz kommt, betrinkt man sich. Und das macht man dann so lange, bis irgendwann mal diese Wortwitze lustig werden.
So, also theoretisch müsste ich eigentlich da bei dem Typen rein. Weil das wäre so. Ja. Erstes Untergeschoss. Was? So, das wird einfach nur angezeigt. So. Audienzsaal. Hat jemand ein Problem damit, wenn ich hier jetzt einfach so hochgehe? Irgendwie nicht. Gehe ich hier jetzt einfach mal so hoch? Cool. Ich speichere einfach mal jetzt vorsichtshalber, falls irgendwas. Falls ich irgendwas übersehen habe. Und. Los geht die Scheren-Action. Meine Kriegerin ist zu mir geeilt. Ihr müsst denken, ich sei eine schamlose Metze. Was? Nein? Könnten doch nur Worte beweisen. Auf dem Weg zu einer langen Nacht der Freude nach einem langen Tag des Regierens. Nein, ihr müsst euch verstecken. Da ist die Ihr stürmt die Bettkammer, meine Herrin, mit Dringlichkeit eines Mannes im Kampf. Keine Furcht, ich werde nicht den herzoglichen Geschehnissen lauschen. Ich bleibe, um zuzusehen, zu wachen, Herr. Für eure Sicherheit, natürlich. Dem läuft Speichel runter, mein Gebieter Edmund. Wenn ihr euer Kommen gekündigt hättet, hätte ich mich feiner gekleidet. Oder aufreizender. Greif ein! Greif ein! What the fuck? Bestimmt konnte ich jetzt hier auch einfach rausschleichen und dann wäre einfach nichts passiert. Wo? Was habe ich? Ist er verflucht oder sowas? Eure Gnaden, Edmund, ich. Das ist nicht. Diese Närrin missverstand eine Nettigkeit meinerseits für etwas mehr. Hä? Sie stahl sich in mein Gemach, ich war in Schrecken versetzt. Diese Gemeine muss eine Lektion erteilt werden, Herr. Lass sie die Knute spüren und in den Kerker werfen. Feste, ich weiß, dass du da bist. Meine Herrin irrt. Ich würde niemals seiner Gnadengemächer begutachten, während ihr sein Gemächt. Ich trage keinen deiner Spieße nach. Ruf die Wachen. Lass den Schurken entfernen.
was haben wir denn hier? Eine Freundin der Herzogin, die sich auf ein bisschen Tee in deren Gemach schleicht. Das muss ein feiner Tee sein, für den man sich bei Nacht und Nebel auf den Weg macht. Oder habt ihr es ja vielleicht auf eine Art anderer Fischen abgesehen, wie etwa eine Runde den Haken mit der Gattin seiner Gnaden? Aber ich bin eine Frau. Verdammt, ihr seid zäher, als ihr aussieht. Vielleicht ist dann diese Sache mit der Erweckten doch was dran. The fuck? Das ist eine Nebenquest. Ich dachte, man kommt dann irgendwie... Ich dachte, das wird wirklich nur ein Gespräch und nicht hier... Voll das Seltsame, was auch immer. Was habe ich getan? Ja, was hast du getan, du Bitch? Ich kann für diesen Verrat nicht um Vergebung bitten. Der Typ hat dich beinahe erwürgt, oder sogar hätte mich getötet, wenn ich nicht gesprochen hätte. Wie wär's, wenn er dich getötet hätte, auch wenn du einfach nur, wenn ich nicht da wäre? Du miese Bitch. Ihr müsst fliehen. Der Herzog ist halb wahnsinnig und fürchterlich entzürnt. Ich muss einen Weg finden, ihn zu beruhigen. Okay. Wo ist mein Zeug? Ich meine, hier wird doch bestimmt irgendwo mein Zeug sein. Hier ist noch ein Skelettschlüssel, okay. Komm schon. Sie ist verschlossen, es fehlt der passende Schlüssel. Okay. Hi. Irgendwie hatte die Wache kein Problem damit, dass ich hier einfach mal durch die Gegend laufe. Ihr haltet eure Aufträge von mir und jemand anderem. Achso, ich hab mein Zeug wieder. Ich bin einfach zu verwirrt gerade. What the fuck ist gerade alles passiert? Musste das alles so einen Sinn machen? Auf diese Art und Weise. Weil irgendwie hat es anscheinend niemanden gestört, dass ich hier irgendwie... Ne? Aber ich glaube, dadurch, dass ich die ganzen Skelettschlüssel gekriegt habe, war es so eine Art, so kannst du den Gärtner retten, scheiße. Und dann habe ich halt aber aus Versehen selber einen Skelettschlüssel gehabt. Gut. Ihr wurdet gefangen. Trotzdem solltet ihr schnell entkommen. Also, absolut nichts und niemand war mir irgendwie aggressiv, also...
Master, your... I've detailed our nearest estimate. Ich habe ihren Versammlungsort auf eurer Karte gezeichnet. Okay. Das war gerade echt seltsam. Egal. Also. Ich speichere an dieser Stelle. Also ich kann immer noch spielen, aber ich kann mich gerade echt auf nichts konzentrieren. Ich bin nur verwirrt die ganze Zeit gerade. Tja, schade. Hätte es lustig gefunden, wenn so Last-Mass-Action stattgefunden hätte. Ja, ich denke mal, ich werde in Zukunft nicht streamen, wenn ich nur 4 Stunden Schlaf hatte. Tut mir echt nicht gut. Ich bedanke mich trotzdem bei allen, die hier zugeschaut haben. Hoffe, dass ich wenigstens mit dem bisschen, was ich erzählt habe, nebenher unterhalten konnte. Und wünsche dementsprechend bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit.